Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Danke Play Assassin's Creed kommen. Brotherhood Part 50. Natürlich. Sag mir, was kann ich tun? Die Leichen meiner Familie. Ich kann sie nicht einfach so am Galgen hängen lassen. Sie brauchen die Sterbesakramente, damit ihre Seelen Ruhe finden. Verstanden. Ich folge dir, Ezio. Ja, also ich habe gerade wieder reingetappt und dann war auf einmal diese Verfolgeszene Ende. Also macht euch keine Sorgen, es fehlt nichts. Außer halt ein bisschen Rennen. Letzte Ölung. Federico, Giovanni und Petruccio Auditore ein angemessenes Begräbnis bereiten. Vorher gucken wir in unsere DNA. Denn es gab einen letzten... Ach, wir gucken in die Datenbank, nicht in die DNA. Denn es gibt was über Christina Vespucci. Was ihr euch wieder durchlesen könnt, oder ihr wartet einfach, bis das Ganze durchgescrollt ist und ich mit dem Reden fertig bin. Und das ist jetzt. Also, weiter geht's. So, Christina zum Galgen eskortieren. Christina am Galgen exekutieren. So, was haben wir denn so alles? Gar nichts. Als Waffe. Toll. Doch, wir haben unsere Assassinen. Und, naja, aber es gibt ja eh keine Gegner. Oh, direkt Orgasmus. Sie wurden bereits abgeschnitten. Oh mein Gott. Was sollen wir jetzt tun? Du versteckst dich. Ich werde mich kurz mit der Wache dort unterhalten. Hallo. Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo die... Ey, was soll denn das? Können Sie mir bitte sagen, wo das Ding da ist? Hör mal. Hände weg. Hör mir zu jetzt. Ich flüster dir das ins Ohr, aber ich treffe dein Ohr gerade nicht. Eure Mama ruft euch. Na komm, Coglione. Lass mich. Jetzt hör mir nochmal zu. Ich treffe gerade dein Ohr nicht. Ihr vergeudet meine Zeit. Komm. So. Lauft, ich nochmal ein bisschen provozieren. Fatti sotto. Lass mich los. So. Hör zu jetzt. Ich bin hier. Los jetzt, ihr langweilt mich. Hände weg! Hör mir zu jetzt! Wo sind die Leichen, die hier hängen? Die wurden schon abgeholt. Wohin? Sagt mir, wo sie sind. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie wollten zum Fluss und sie dort versenken. Nein. Anschließend. Okay, Palazzo della Signora. Kennen wir auch schon aus dem letzten Teil? Deshalb, ja, keine Ahnung. Christina, komm mit mir! Rennen! Ja. Huch. Nein, da wollte ich gar nicht hin. Genau, komm mit mir aufs Dachkletter. Oh. Tut mir echt leid. Aber wir sehen uns dann später. Mach schon mal ein Sandwich. Hihi. War bestimmt gerade gar kein Umweg, den ich gelaufen bin. So, irgendwie hat mir der Typ nicht zuhören wollen. Was hast du vor? Es gibt nur das eine. Sie umbringen. Nein, tu das nicht! Sie haben nichts getan. Sie folgen Befehlen, ohne zu fragen. Das macht sie... Ezio! Na gut. Ich schleiche mich von hinten an. Hole meine Familie, einen nach dem anderen, und bringe sie zum Fluss. Sei vorsichtig. Geht klar. Okay, da sind sie. Ich gehe jetzt einfach hier lang. Du. Kein Problem. Dörte! Na, so. Einmal hier lang. Wir wollen es ja nicht schmutzig machen, deswegen gehen wir nicht ins Wasser. Beziehungsweise wir wollen ja nicht feucht werden, ne? Oh shit. Ha! Warte, ich konnte den plündern? Alter! Dann schmeiß ich den nochmal hier hin und plünder den jetzt erstmal. Warte. Boah, wie arm das ist. Oh Mann, der hat nicht mal was bei. Er ist der wirkliche Arme. Pass auf, gleich falle ich selber ins Wasser. Na, so. Zack, da geht Nummer 1. Jetzt.
Wieder auf nach oben. Einen der Typen nehmen. Komm, erst ausrauben. Dafür muss die Zeit sein. Das ist unser kleiner kranker Bruder. Also krank, weil er hat irgendeine Krankheit, von der ich nicht wirklich weiß, welche. Er sollte halt nur in seinem Bett bleiben und, ja, sich halt ausruhen. Konnte halt auch nicht mehr zur Schule. Stand alles bei Assassin's Creed 2 ziemlich am Anfang. Geht doch. Ich dachte schon, das war es jetzt. Du liegst da aber schön. Irgendwie hat er sich den Arm gebrochen. Egal. Ist ja nicht mein Arm. So, das gleiche wieder mit dem. Er liegt hier auch sehr bequem. Na super. Los, los! Egal. Also falls ihr gesehen habt, wie er... Warte, ich muss die jetzt echt mal runterwerfen jetzt. Versucht ihn abzufangen. Nix ist. Ja, sicher, jetzt seid ihr auch noch so viele. Ich versuche den jetzt einfach mitzunehmen. Oh Gott. Kommt halt hier hin. Wo ist der Landeplatz? So. Pech. Gott, wie doof ihr seid. Da, dieses Gesicht wird mir aufgespielt. Da ist er. Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist er? Ich bin unsichtbar. Gott, seid ihr dumm. Jetzt haut rein jetzt. Geht weg. Ist jetzt echt ins Wasser gefallen. Gott, ist ja dumm. Oh, 7 Minuten. Gut, haben wir ja noch Zeit, bis die oben sind. Bis die es endlich mal schaffen. Ja klar, er hockt da so ein bisschen noch auf dem Zaun. Okay, dann packen wir uns den. Wir hätten den nicht ausrauben dürfen, das wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Egal, wir haben es geschafft. Naja, nicht zu früh freuen, ansonsten kommt jetzt noch ein Bug und dann ist Ende. So. Diesmal liegt er aber schöner als vorher. Ich muss die Stadt verlassen. Christina, begleite mich, bitte. Ich würde... Aber ich kann nicht. Meine Familie... Oh, zittrige Lippe. So sind wir immer zusammen, Christina. Ezio. Ach ja, tolle Liebesgeschichte. Eno Friendzone, bam. Das war ein Freundschaftskuss. Letzte Ölung, 100% synchronisiert. Ja, nee, was blieb auch anders übrig? Gab's keine Dings dazu. Ich könnte auch, ja nee, ich nehme einfach mal mehr auf als 3 Parts, weil, ja, ich nehme so lange auf, bis es abgeloadet ist, weil ansonsten langweile ich mich nur. Denselben Gegner mehrmals nacheinander angreifen, um einen Blitzattentat auszuführen. Ja, okay, das haben wir auch schon oft geschafft. So. Das hätten wir geschafft, ist irgendwo ein Leonardo-Zeichen, wo wir keine Mission starten müssen. Da. Gott, bin ich gut. Das war nur Zufall, dass ich da reingezoomt habe, ohne Mist. Ja. Brunnen. Tunnel. Brunnentunnel. Typen ausrauben. Und Wede gibt jetzt Vollgas. Er gibt Vollgas. Seine Schuld. Ihr reitet euch immer tief, Gott, erfahren. Ich muss sie verschenken. Nö, kann ich ja jetzt nichts für. Ich meine, ist doch seine Entscheidung gewesen, da hochzugehen. So, ich musste aufpassen, dass der nicht vor irgendeinem anderen steht.
Jen, das wäre scheiße gewesen, wenn der erste Pfeil nicht gehittet hätte. Ansonsten wäre er weggerannt. Egal, ich habe ja gehittet, also NP. Hoch da. Und runter. Und abreißen und keiner kennt uns mehr. Egal, ob die jetzt alle verängstigt hier wegrennen, weil hier ein Toter ist und der hier ein Typ ist, der ihn gerade zufällig ausraubt. Warte, soll ich jetzt wachen? Oh ja, 88 mal wieder. Irgendwas gab's, wenn man irgendwie hier in diesen Heuballen versteckt. Machen wir auch irgendwann. Auch in so einer Special-Episode. So, wir wollen noch rechts. Toll, ich kann mich jetzt ungefähr 150 Meter weiter nach rechts bringen lassen. Oh, mein Fuß. War hier gerade ganz unpraktisch. Und ja, ich sag das jetzt extra nicht mehr mit dem praktisch mit Ü. Denn, ja, ist klar. Was? Warum seid ihr jetzt so angepisst? Was habe ich denn gemacht? Ach, ich bin wohl in dem gespawnt und dann wurde er weggeschleudert. Irgendwas. Wo ist denn jetzt Leonardo? Da will er mich verarschen, der Kerl. Der war doch gerade hier. Du bist doch ein Wichser. Ich wollte gerade fragen, wer der ist jetzt da oben? Ja, nee, sag mir nicht, ich kann mich nicht zu dem porten. Oh, ja klar, jetzt ist er da. Hm, du bist ein Assi. Ja, klar, 800 Meter. Hätte ich doch lieber die 400 genommen, oder was das auch waren. Komm, jetzt hier, Pferdchen, hotte Hü, hau rein. Geht weg. Na, es hat auch keinen Sinn, wenn ich jetzt hier erstmal noch eine Stunde... Warte, Flagge. So, markiert. So, weiter. Und hier vorne ist auch direkt ein Taubenschlag, den nehmen wir auch mal mit. Also mitnehmen bedeutet so viel wie, da gehen wir mal kurz hin und schicken unsere Leute wieder los. Denn wir brauchen ja gute Leute, ne? Gute Assassinen-Leute. Einfach nur, damit wir den Krieg gewinnen können. Ist doch Zufall, dass ich das so betont habe. Wie weit? Okay, 13 Minuten. Ich muss mir die Uhr besser hinlegen. Erfolgreich, Stufe 4 Miliz, Milite, was weiß ich, wurde erfolgreich abgeschlossen. Milite, erfolgreich, Level up. Mercenario. Erfolgreich, Level up, erfolgreich, Level up, Level up, erfolgreich, Level up. Geht doch. So, er bekommt jetzt Lederbrustschutz oder Schiavona. Mit seiner breiten doppelseitigen Klinge eignet sich das Schiavona sowohl für Hiebe als auch Stiche. Achso, und hier haben sie jetzt Pistolen und Dings, Klingen. Machen wir das. Ja, sieht doch schon besser aus. Zum Glück haben wir die nicht gefärbt, ansonsten hätten wir das jetzt eh nicht mehr gesehen. So, du. Was habt ihr denn? Ja, Erstrüstung war das. Warum haben die mit Stufe 4 erst 3 Sachen? Achso, ja stimmt, Stufe 1 gab ja nichts. Hey, du hast einen neuen. Rüste ihn aus! Oh. So. Aufträge, Florenz. Nummer 3. Ich nehme die 3. So, kann ich da die beiden 3 hinschicken? Passt. Ah, 79 EP, so ein Assi. 79 von 80. Puh. Toll. Bekommen die halt kein Level ab. Egal. So, er gibt immer noch nur 12% bei so einer richtig harten Mission. Ja, nee, ich möchte jetzt nicht, dass ihr nur auf 87er geht. Jetzt muss ich kurz nach 4er suchen. Ja, da haben wir schon eine. 18, 18. Oh Gott, es bringt so viel EP für die Leute. Ich will mal gucken, wie viel Prozent die hier gibt.
Ja, doch, ich glaube, das lohnt sich mal. Ja, für 102 ist das schon ganz okay. Er kommt kein Level ab. Er auch nicht, er auch nicht, er auch nicht. Hä, doch, natürlich. Klar kommen die Level ab. Okay, los. Boah, dauert das lange. 2500 EP. Krass, dann ist klar, dass das so viele Leute braucht. Ah, nee. Das bringt auch nichts, da müssen wir uns eine Dreiermission raussuchen. Ja, 100% und 88%. Komm, dann mach du die kurz alleine und dann kommt der Typ halt auf eine Zweiermission. Hat er Pech. Egal, Hauptsache er macht was. Vita halt mal nicht so beansprucht. Ich bin eine Grille. Grille. Oh, blöd, Mann. Ja. Total. Gesund. Danke. Ach, ja, natürlich. Ja, sicher. Ach, ihr seid Diebe. Und, egal, das war die 1, 2, 3, 4, ey du Assi. Ich nehme dich mit in die Hölle, du Hund. Tötet ihn! Nix ist. Ist auch deine Schuld, wenn du mich angreifst. So, jetzt können wir wenigstens gucken, ob sich das auch wieder gelohnt hat. So, das war Nummer 1. Es gibt ja immer 5 Leute. Das hier ist Nummer 2. Und die letzten 3 haben wir ja da oben. Also, ja. Schien so. Tönt nochmal kurz hier. Indische Diamanten, hui. Ich glaube mal, so langsam könnten wir auch die Geschäftsaufträge vollenden. Aber nee, nicht jetzt. Ich könnte. Wie lange geht's? Och du Scheiße, ich muss Cut machen. Bis dann, ciao.